Wir als Stadtwerke Jena bieten ausschließlich Ökostrom an. Doch auch wir konnten Preiserhöhungen leider nicht vermeiden. Ökostrom wird natürlich nicht aus Erdgas hergestellt, sondern beispielsweise aus Wind- und Sonnenenergie und sollte daher von steigenden Erdgaspreisen doch eigentlich unabhängig sein. Leider ist die Realität nicht so einfach. Das liegt daran, wie der Strompreis am Großmarkt gebildet wird. Vereinfacht gesagt werden dabei die Stromerzeugungsarten nach der Reihenfolge ihrer Kosten sortiert, die für die Erzeugung einer Megawattstunde gedeckt sein müssen. Windkraft oder Solarenergie können am Markt sehr günstig angeboten werden, weil sie, wenn die Erzeugungsanlage einmal steht, sehr günstig erzeugt werden können. Dieses Vorgehen nennt man übrigens Merit Order. Jeder Erzeuger bietet seinen Strom natürlich nur dann an, wenn seine Kosten gedeckt sind. Es verkaufen also so lange alle Anbieter ihren Strom, bis die Nachfrage gedeckt ist. Und das teuerste, gerade noch zum Einsatz kommende Kraftwerk setzt dann den Preis für alle Angebote. Die teuerste Erzeugungsart, und das ist im Moment Strom, der aus Erdgas gewonnen wird, verteuert somit auch den Preis für Ökostrom an der Börse. Das klingt zwar zunächst nicht gut, aber ein positiver Effekt ist, dass günstige Erzeugungsarten wie beispielsweise Wasser, Wind, Sonne oder Biogas somit Gewinne erwirtschaften, die wieder in neue umweltfreundliche Anlagen investiert werden.